Mit einem Catering-Business zu starten, bringt einige Herausforderungen mit sich. Vermeide gängige Fehler, bleib dran und werde zum Catering-Profi. Hi, ich bin Julia und heute zeige ich dir, auf welche Dinge du achten solltest, wenn du ins Catering-Geschäft einsteigen möchtest. Lass uns doch für den Anfang klären, was Catering überhaupt bedeutet. Der Begriff Catering stammt aus dem Englischen und vom Verb cater und bedeutet jemanden zu bewirten oder zu verpflegen. Die gebräuchliche Definition von Catering ist die professionelle Dienstleistung, die die Bereitstellung von Speisen und Getränken zu bestimmten Anlässen an einem beliebigen Ort umfasst. Zusätzlich zu den Speisen kann Catering auch bedeuten, dass Personal und Equipment zur Verfügung gestellt werden. Ein Teil der Leistung des Caterers könne auch die Beratung zur Konzeption und Planung der Veranstaltung sein. Die Art der Präsentation der Speisen und des Ablaufs können je nach Event variieren. Optionen des Catering können ein Buffet, Flying Buffet, Menü oder auch ein Showkochen sein. Nun starten wir in die Catering-Welt. Worauf musst du achten? Was möchtest du anbieten? Bestimmte Küchen, zum Beispiel orientalisch, asiatisch, regional, vegan, gehobene Küche oder Hausmannskost? Was bietest du neben Speisen und Getränken zusätzlich an? Stellst du Servicepersonal zur Verfügung? Kann man Geschirr und weiteres Equipment, wie zum Beispiel Deko, mieten? Bietest du eine Beratung zur Konzeption und Planung des Events an? Kannst du vielleicht auch Kontakte zu Bands oder DJs vermitteln? Was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Was unterscheidet dich von anderen Anbietern? Brauchst du Personal? Wenn ja, wie viel Personal? Liegt dein Fokus bei bestimmten Veranstaltungen? Wer ist deine Zielgruppe? Das eine sind benötigte Genehmigungen. Anders als bei einem Restaurant oder Café brauchst du für einen reinen Catering-Service keine Gaststättenerlaubnis oder Schanklizenz. Du meldest lediglich ein Gewerbe an und entscheidest dich für eine Organisationsform, zum Beispiel eine UG, ein Einzelunternehmen oder eine GmbH. Du musst für dich entscheiden, welches am sinnvollsten für dich ist. Merk dir, solltest du auf nicht privaten Feiern Alkohol ausschenken, ist dafür eventuell eine Zusatzerlaubnis notwendig. Wenn du alkoholische Getränke mitlieferst, diese aber nicht selbst ausschenkst, brauchst du keine zusätzliche Genehmigung. Du besitzt bereits ein Restaurant und möchtest dein Business um einen Catering-Service erweitern, dann solltest du dich beim Gewerbeamt informieren, ob du deine Gewerbelizenz erweitern musst. Jeder Mitarbeiter, der Kontakt mit Lebensmitteln hat, muss eine Erstbelehrung nach dem Infektionsschutzgesetz besuchen. Darauf erhält er einen Gesundheitspass, auch rote Karte genannt, die regelmäßig vom Arbeitgeber aktualisiert werden muss durch eine erneute Aufklärung über das Infektionsschutzgesetz. Zusätzlich muss jeder Unternehmer, der Lebensmittel verarbeitet und in Umlauf bringt, nachweisen, dass er über die nötigen Kenntnisse nach der Lebensmittelverordnung HACCP-Richtlinien verfügt. Wer eine gastronomische Ausbildung hat, erwirbt diesen Nachweis automatisch. Für alle anderen gibt es Kurse bei der zuständigen Industrie- und Handelskammer. HACCP ist ein in der gesamten Lebensmittelbranche eingeführtes System zur Sicherung der einwandfreien Qualität von Lebensmitteln. In diesem Fall bezieht sich der Begriff Qualität allerdings nicht nur auf Geschmack und Aussehen, sondern auf die Sicherheit der Speisen. Mit Sicherheit ist gemeint, dass weder krankheitserregende Keime, zum Beispiel Salmonellen, noch Fremdkörper wie Glas oder Porzellansplitter in den Lebensmitteln enthalten sind, wenn sie beim Gast auf den Tisch kommen. HACCP ist innerhalb der EU eine gesetzliche Anforderung und steht für Hazard Analysis and Critical Control Points. Allgemein könnte man es formulieren, dass HACCP ein System ist, mit dem Gefahren für Lebensmittelsicherheit beherrscht werden können. Für die Praxis bedeutet das, immer so handeln, als wären krankmachende Keime in rohen Lebensmitteln vorhanden und alles tun, um weitere Vermehrung zu verhindern oder diese durch ausreichende Erhitzung abzutöten. Nachdem vieles dieser organisatorischen Themen geklärt sind, solltest du dir bereits bewusst sein, was für einen Catering-Service du anbietest. Schauen wir uns doch mal die drei gängigen Arten genauer an. Der Party-Service ist ein Catering-Konzept für kleine Events, beispielsweise Familienfeste oder Treffen mit wenigen Freunden an einer privaten Location, beispielsweise der eigenen Wohnung. Die Speisen werden beim Caterer bestellt und von dort aus als Buffet in den einzelnen Gefäßen angerichtet. Mit der Anlieferung ist der Dienst getan. Von Business Catering spricht man, wenn die Dienstleistung von Unternehmen nicht von Privatpersonen in Auftrag gegeben wird. Im B2B-Bereich werden meistens mehr Serviceleistungen zum reinen Catering dazu gebracht, beispielsweise geschultes Personal für das Flying Buffet, Barkeeper für die mobile Cocktailbar. Event Catering ist die Lieferung von Speisen für eine Veranstaltung. Zwar kann dies auch private Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern und Hochzeiten betreffen, häufig meint man mit diesem Begriff jedoch Events in einem kommerziellen Zusammenhang. Dies können Konzerte, Sportveranstaltungen, Firmenfeier, Kongresse oder Messen sein. Nachdem du weißt, welche Art des Catering du anbietest, musst du dir Gedanken machen, wie deine Speisen und Getränke präsentiert werden. Schauen wir uns doch mal die gängigsten an.
Die bekannteste Art, Catering-Speisen zu präsentieren, ist das Buffet. Gerichte werden am festen Platz aufgebaut und werden dann von den Gästen abgeholt. Dann gibt es das Flying Buffet. Das Flying Buffet ist eine besondere Form des Buffets. Im Unterschied zum stationären Buffet gibt es keinen festen Tisch, an dem die Speisen, meistens Fingerfood, präsentiert und von dem Gast geholt werden. Stattdessen serviert das Servicepersonal die Häppchen auf Tabletts. Eine weitere Möglichkeit ist das Menü. Hier wird ein vorgegebenes Menü oder eine kleine Speisekarte mit einer Auswahl an Speisen, aus denen die Gäste selbst wählen können, welche dann am Platz serviert werden. Ein letzter wichtiger Tipp ist, dass viele angehende Caterer davon träumen, den Partyservice von der eigenen Küche aus zu betreiben. Speisen, die zu Hause zubereitet werden, dürfen nicht für den gewerblichen Gebrauch verkauft werden. Das heißt, als offiziell angemeldeter Caterer musst du die Speisen in einer gewerblichen Küche zubereiten. Diese muss gewissen Standards und Anforderungen erfüllen, denen eine normale Heimküche nicht entspricht. Diese Anforderungen beziehen sich auf Hygiene, Lagerung, Kühlung und weitere Bereiche und sind auch beim Transport der Lebensmittel von der Küche zum Veranstaltungsort zu beachten. Hinzu kommt, dass eine klare Trennung zwischen privaten und gewerblichen Lebensmitteln geben muss. Es empfiehlt sich also, eine Küche anzumieten oder, wenn es nebenberuflich ist, bei der Kantine anzufragen, ob du die Küche gelegentlich nutzen kannst. So, das waren jetzt viele Informationen, doch genau diese Dinge sollen dir bewusst sein, bevor du ins Catering-Geschäft einsteigst. Wenn das Video hilfreich war, hinterlass ein Like, abonniere gerne unseren Kanal für weitere Tipps und Tricks in der Gastronomie. Bis zum nächsten Mal!